So, Leute, sind wir beim nächsten Booster, beim miesesten Set, was in den letzten 30 Jahren rausgekommen ist. Dungeons and Dragons, Abenteuer in Forgotten Realms. Ja, ich weiß, teilweise liebt ihr dieses Set. Es tut mir leid, das immer wieder sagen zu müssen, dass ich dieses Set immer noch nicht gut finde. Das ist übrigens ein Draft Booster. Wow, noch nicht mal ein Set Booster. Ich finde das Set nicht gut, immer noch nicht, nach all den Jahren nicht. Ich finde es einfach Mist und es wäre so, hätte so viel cooler sein können. Ich finde es so schade. Egal, gucken wir uns an, was wir haben. Bitte schalten nicht weg. Ist trotzdem bestimmt ein cooles Booster. Hust, hust. Ein grimmiges Kopfgeld. Vier Mana, wir zerstören eine Kreatur, dann Planeswalker und kriegen einen Schatzspielstein. Eine der wenigen Removal in diesem Set. Düster Pirscher, 3 Mana, 2, 3. Solange man ein Gewölbe absolviert hat, also ein Dungeon Passed, hat der Doppelschlag. Stimmt, da war ja was mit den Dungeons, dass sie noch einen falschen Dungeon rausgebracht haben, was die Main Mechanic dieses Set. Ja, lassen wir das. Abkürzungssucher, 4 Mana, 2, 5. Immer wenn sie im Spieler Kampfzahn zufügt, wage dich ins Gewölbe. Diese deutsche Übersetzung. Ich habe nicht gesehen, dass es deutsch ist. Erdkult-Elementar. 6 Mana, 6, 6. Und wenn ins Spielfeld kommt, würfelt man einen W20. 1 bis 9. Jeder Spieler opfert eine bleibende Karte. 10 bis 19. Jeder Gegner opfert eine bleibende Karte. 20. Jeder Gegner opfert zwei bleibende Karten. Sehr cool. Absturz. Pummel, Pummel. Plummet, Plummet, Plummet. Ein grünes, ein farbloses, zerstörende fliegende Kreatur. Hammer. Und was bist? Stimmt, hier war dieses komische Braun drin. 4 Mana, 4, 3, klappernde Skelette sterben, wage dich ins Gewölbe. Also wenn die sterben, die klappernden Skelette. Himmlisches Eichenhorn. 3 Mana, 3, 2, immer wenn ihr Lebenspunkte dazu haltet, kriegt ihr hin und plus 1, 2 Mal drauf. Ihr gerade ein Hinterhalt. Was tut ihr? Ihr tretet den Rückzug an oder ihr setzt euch zur Wehr. Wenn ihr den Rückzug antretet, geht eine Kreatur, die ihr kontrolliert, sich auf die Hand. Wenn ihr euch zur Wehr setzt, bekommt eine Kreatur plus 1, plus 3. Für ein weißes Mana instant. Flavor. Ich verstehe es. Ich finde es so kacke. Yuan-Tan Giftklinge. 3 Mana, 2, 2 Todesberührung. Und wenn ihr den Spieler Kampfstand zufügt, wage dich ins Gewölbe. Klasse des Kleriker. Stimmt, Klassenmana auch drin. Ein weißes Mana, Verzauberung, klasse. Wenn sie ins Spielfeld kommt, hat sie den folgenden Effekt. Falls du Lebenspunkte dazu erhältst, erhältst du stattdessen so viele Lebenspunkte plus 1. Dann könnt ihr irgendwann im Laufe des Spiels 4 Mana bezahlen. Und ab dann hat es auch noch die Fähigkeit, immer wenn du Lebenspunkte dazu erhältst, lege ein plus 1 Mal auf eine Kreatur. Wenn ihr danach nochmal 5 Mana bezahlt, hat diese Karte die Fähigkeit. Wenn diese Klasse Stufe 3 erreicht, bringe eine Kreaturkarte deiner Wahl aus dem Friedhof zurück ins Spiel und du erhältst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft. Sehr, sehr cool. Erfindungsreiche Schmiedin. 2 Mana 1-1, wenn sie ins Spiel kommt, schaust du die obersten vier Karten des Decks an. Man kann eine Artefaktkarte davon vorzeigen, sie auf die Hand nehmen. Nur auf die Hand, schade. Lege den Rest in beliebige Reihenfolge unter dein Deck. Immer wenn du ein oder mehr Artefakte unter deinem Kursor ins Spiel kriegst, kriegt die eine plus 1 plus 1 Marke. Kann nur einmal pro Zug, okay. What the fuck? Widerwärtiger Troll. 5 Mana 6-2. Das sind Stats. Das war bei uns damals Legendary gewesen. Für 4 Mana kann man einen W20 würfeln, kann man nur machen, wenn das Ding im Friedhof liegt. Bei einer 1 bis 9 legen wir den oben aufs Deck, bei einer 10 bis 19 bringen wir den auf die Hand und bei einer 20 bringen wir den zurück ins Spiel. Für Grün? Cool. Unsere Rare ist Gruftschrecken. 2 Mana 3, 2 kommt getappt ins Spiel mit Lebensentzug, was keine Fähigkeit ist. Immer wenn eine Kreatur, der in diesem Zug von dem Schaden zugefügt bekommt, stirbt, erzeuge einen getappten schwarzen Spielstein und schicke jede Karte ins Exil. Nicht schlecht. Dann haben wir unser Foil-Kontakt zu anderen Ebenen. 4 Mana Spontanzauber, wir würfen mit einem W20. Bei einer 1 bis 9 ziehen wir zwei Karten. Bei einer 10 bis 19 machen wir Hellsicht 2 und ziehen dann zwei Karten. Und bei einer 20 machen wir Hellsicht 3 und ziehen dann drei Karten. Dann haben wir einen Sumpf mit Text. Eine ganze ganze Baldus Tor stapft, dämmert es euch, wo sind die ganzen Ratten? Okay, ja, finde ich nicht so schön. Und ein Verlies. Leider nicht das, was ich euch zeigen kann, was einen Druckfehler hat, aber immerhin ein Verlies. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexate. Ciao, ciao.